Herzlich willkommen zum Gadget des Tages hier bei Pearl TV. So, und heute haben wir was für alle sportlichen Menschen oder für die, die es vielleicht noch werden wollen, nämlich eine wirklich sehr, sehr sportliche Uhr. Und jetzt werden Sie sagen, ja, sportliche Uhren gibt es viele, aber hier haben wir was ganz Besonderes, nämlich eine Funkuhr. Heißt, immer genau wissen, welche Stunde denn geschlagen hat, richtig, ohne die Uhr nachstellen zu müssen. Und das finde ich perfekt. Und ich muss gleich am Anfang mal sagen, kannst du dich noch erinnern, als die ersten Funkuhren rauskamen? Oha, das ist aber schon viele Jahre her. Ja, war so eine Firma aus dem Schwarzwald. Und dann, ja, mein Vater hat zufällig eine gekauft. Die hat damals 500 D-Mark gekostet. Boah, ein Vermögen zu der Zeit. War eine ganz einfache Uhr, nur weil es eine Funkuhr war. Und wenn ich bedenke, wenn ich jetzt gleich mal schaue, dass ich Funkuhren heute zu diesem Preis bekomme, ist das ja unglaublich, oder? Das ist wirklich Wahnsinn. Wir reden von 16,06 €, liebe Zuschauer. Unverbindliche Preisempfehlung liegt sowieso schon bei günstigen 35 €. Wir haben natürlich heute wieder unseren TV-Sonderpreis. Das Schöne ist, wir haben hier nicht nur immer die sekundengenaue Uhrzeit gemäß der Atomuhr. Wir haben natürlich auch dieses lästige Gefummels mit dem eine Stunde vorstellen, eine Stunde zurückstellen, wo ich mir nie merken kann, muss ich jetzt eine Stunde vor oder eine Stunde zurück, wenn wir auf Sommer- oder Winterzeit umschalten. Das Schöne ist, wir haben natürlich weitere Funktionen. So haben wir natürlich hier in unserer Sportuhr, wie sich das für eine ausgewachsene Sportuhr gehört, all das, was die Sportler brauchen. So haben wir unter anderem eine Stoppuhr, einen Countdown-Zähler, zwei verschiedene Zeitzonen, natürlich auch mal ganz interessant für den Einsatz zum Beispiel im Ausland, damit du nicht irgendwie nachts um 3 Uhr bei deinen Freunden anrufst und denen erzählst, wie lecker das Essen abends war. Ja, oder wenn ich Verwandtschaft in, sagen wir, Australien habe, dann ich bin auch immer am Rechnen, wie ist jetzt in Australien, und irgendwann, ja, guck mal auf die Uhr, dann weiß man es. Und ich finde es auch sehr, sehr übersichtlich. Schau mal, man sieht es hervorragend. Ja, schnörkellos gemacht. Stoppuhr, klasse, einfache kurze Tastendruck, und dann kann ich beim Joggen mal schauen, wie lange brauche ich heute für meine Runde, und so tägliche Verbesserungen ab. Und dann eben eine Funkuhr, und das für 16,06 €. Und mittlerweile, ja, tragen ja Damen die gleichen Uhren wie Herren, oder umgekehrt, Herren die gleichen Uhren wie Damen. Also die ist einfach für beide Geschlechter bestens geeignet. Ich finde sie einfach praktisch, weil sie auch sehr angenehm zu tragen ist. Wir haben natürlich jetzt hier dieses Kunststoffarmband, was du eben auch mal bei etwas schwitzigen Tätigkeiten, eben beim Sport, mal super anlassen kannst. Bei den Lederbändern ist es immer etwas doof, weil die saugen den Schweiß immer auf und fangen dann irgendwann an zu müffeln. Also die sind doch wesentlich angenehmer hier. Und das Schöne ist, sie können wirklich mit den großen Tasten hier an der Seite jederzeit ganz einfach mal die Funktionen durchschalten. Wenn Sie es zum Beispiel von der Uhrzeit von mir aus einfach mal auf den Wecker oder auf die zweite Zeitzone gehen möchten, schaltet man das hier ganz einfach um. Jetzt haben wir hier die Stoppuhr, das heißt, wir können jetzt hier über Start und Stopp gehen, so hier, und dann beispielsweise auflösen oder das Ganze ganz einfach wieder auf Null setzen. Schön ist natürlich dann auch, den Alarm kann man hier jederzeit zuschalten, das ist ganz klar. Und schön ist natürlich auch, wenn man hier irgendwo im Dunkeln unterwegs ist oder in der Dämmerung oder wenn von mir aus mal das Wetter das Ganze nicht unbedingt hergibt, haben wir hier noch einen zusätzlichen Knopf. Ich hoffe, man konnte es erkennen, dass wir hier das Licht zuschalten können. Du hast vollkommen recht, Ralf. Die Uhr ist für Damen und Herren gleichermaßen geeignet. Und ich finde sie gerade in dieser Farbkombination, schwarz mit diesem silbernen Kopf, wirklich wunderschön. Das Gehäuse recht schnörkellos gemacht. Mit der digitalen Anzeige lässt sich super ablesen. Also schon ein schöner Begleiter, nicht nur für den Sport, sondern eben auch mal für die Freizeit oder auch mal für den Urlaub. Und Wetter war ein gutes Stichwort, weil ich brauche keine Panikattacke zu bekommen, wenn ich mal einen Regenschauer bekomme. Weil die ist natürlich auch noch Spritzwasser geschützt. Ja. Also nach dem Duschen sogar gerade mal anlassen und unter der Dusche, da passiert überhaupt nichts. Wunderschönes Design, zeitgemäß heutzutage. Solche Uhren tragen die Sportler von heute. Mhm. Aber ich muss da nicht wie vielleicht in Fachgeschäften für eine so tolle Uhr gleich mal 100, 200 Euro hinblättern. Nein, 16,06 € für eine Funkuhr, die automatisch immer sekundengenau geht und sich dann auch mal wieder richtet, sollte mal irgendwas passieren. Aber kann ja eigentlich nicht. Doch Sommerzeit, Winterzeit, diese Umstellung macht sie automatisch mit. Ja, und da heißt es eigentlich nur noch zuschlagen. NC 7065 und die 569 ist die Bestellnummer. Und ich finde, es auch mal ein schönes, kleines Geschenk. Absolut, da sprichst du genau das Richtige an. Wir haben nämlich jetzt, ich sag mal, das Osterfest kurz vor der Flinte. Da kommt jetzt auch wieder die Kommunion, die Konfirmation. Der ein oder andere wird durchs Abi durchgerutscht sein und damit mit einem schönen Zeugnis dann da stehen. Da kann man sowas natürlich auch mal super verschenken. Die Uhr sieht klasse aus, ist angenehm zu tragen und bietet genau die Funktionen, die ein Sportler einfach braucht. Alleine durch den Countdown, durch die Stoppuhr und selbstverständlich auch durch die anderen Funktionen, die wir hier mit dazu haben. So, die NC 7065 und die 569, liebe Zuschauer. Und wir wünschen Ihnen ganz viel Freude mit Ihrer neuen Sportuhr.